Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, wo es dem Ende der Geschichte entgegengeht. Und ich mir überlegt habe, dass wir einmal kurz den Status Quo zusammenfassen. Also Samuel ist zurückgekehrt zu Black Mirror, weil sein Großvater offensichtlich Selbstmord begangen hat. Er ist aus dem Turm des Anwesens herausgesprungen. Und während unserer Nachforschung gab es immer weitere Todesfälle. Gleichzeitig hat der gute Samuel das Tagebuch von William gefunden, wo drin steht, dass es unter dem Schloss ein Tor in eine, naja, ich nenne es mal andere Welt gibt. Und diese andere Welt wird durch den schwarzen Spiegel, dem Black Mirror, betreten, beziehungsweise können die Kreaturen von dort in unsere Welt kommen, wenn ein Ritual abgeschlossen wurde. 5 Seelen braucht es, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann gibt es noch den Fluch der Gorgons. Den Fluch, den bestimmte Nachfahren treffen. Und der Fluch sorgt dafür, dass diese Nachfahren dafür sorgen, dass das Tor sich öffnet. Nun hat Samuel selbst realisiert, dass er selbst verflucht ist und dass er selbst der Mörder ist. Und alle Todesfälle, die wir so gesehen haben, gehen auf seine Kappe. Natürlich in tranceähnlichem Zustand, aber letztlich war er es. Vielleicht nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Das möchte ich zugute halten. So, und bei all dem kann ich eine Sache nicht verstehen, da komme ich aber später drauf zurück. Jetzt wollen wir erstmal weiterspielen. In der letzten Folge haben wir hier diese Karte entziffern können an der Kerze. Und ich hatte die Vermutung, dass genau an diesen Stellen hier das Licht eingeschaltet sein muss. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Also ich glaube, mit anderen Worten, hier ist es richtig, dass das Licht an ist. Ne, weil das auf der Karte, kann ich jetzt mal kurz zeigen, hier leuchtete es ja und hier ebenso. So, jetzt gehen wir mal weiter. So, und hier leuchtete es eben nicht und deswegen schalte ich hier das Licht wieder aus. So, und da ich vorher alle Lichter angemacht habe, müssen wir jetzt leider einmal das ganze Labyrinth ablaufen. Hier ist an, das ist auch richtig so. Da ist nichts, das ist auch gut so. Hier müssen wir ausschalten. Hier müssen wir auch ausschalten. Und auch hier schalten wir das Licht aus. So, wir haben es gleich. Ich glaube, jetzt kommen wir... Oh, wir haben es jetzt schon. Das sieht bedrohlich aus. Ist das vielleicht schon der schwarze Spiegel? Ich hatte eigentlich gedacht, im Traum haben wir so einen Teich gesehen. Ich dachte, dass das der schwarze Spiegel sei, aber vielleicht ist er das schon. Ich würde dann nochmal... Ihr kennt das schon. Es könnte ja hier tödlich enden. Und dann betreten wir dieses Portal. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort?
Das ist der Ort aus unseren Träumen. Hier sehe ich auch das eine Symbol. Ihr wisst, welche Symbole ich meine. Hier die... Diese Symbole sehe ich. Aber so richtig anschauen kann ich mir nichts, außer den Altar. Ein Dolch. Auch jetzt ist der Dolch das Einzige, was ich anklicken kann. Die Soundkulisse mag ich überhaupt nicht. Da ist, als würde ein Tier guttural knurren. Sehr gruselig. Vorpal. Ein uralter Ritualdolch. An der Klinge klebt getrocknetes Blut. Ja, und ich vermute, wir müssen jetzt hier auch ein bisschen Aderlass betreiben. Wie machen wir das denn am besten? Okay, wir können auf Samuel klicken. Ich hoffe, er wird sich jetzt nicht gleich umbringen. Ein bisschen Blut sollte reichen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Jetzt haben wir hier Öffnungen, die ich zwar anklicken kann, da passiert aber nichts. Ich vermute, dass da die Schlüssel hin müssen und ich vermute, hier die Farben spielen eine Rolle. Das heißt, hier der rote Schlüssel, hier der gelbe Schlüssel, dort oben der grüne. Ja, und das ist jetzt irgendwie nicht klar zu sehen. Ich vermute mal, dass hier der Schlüssel hin muss und das hier blau sein soll. Wir werden sehen. Ja, ich glaube, das war richtig. Ist es so klug, die Verse aufzusagen? Ich meine, wann immer man so ein Buch findet... Ich habe jetzt eher Angst, Samuel, dass du das Tor weiter öffnest und Verderben über unsere Welt bringst. Frei nach Lovecraft irgendwie. Nun gut, ich klicke mal. Zodokare busadire imcoraxo zodere matorebe matorebi vax da sobra. Weh. Maliore vax da sobra, malior im ibute. Amena vei busadire, amena vax zodokare. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben, wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, 5 Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren,
durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist. Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Ja. Und das ist ein Rausschmeißer hier. Einfach so ins Menü zu landen. Ich klicke mal hier drauf, dann haben wir zumindest ein bisschen Abspann. Und ihr könnt die Macher von Black Mirror lesen. Ja, damit endet Black Mirror mit einem Paukenschlag. Der gute Samuel bringt sich um, weil er der letzte Nachfahre der Gordons ist. Und somit potenziell der einzige noch Lebende, der den Fluch wieder aufgreifen könnte und den Spiegel öffnen könnte. Und er vermutet, mit seinem Tod verhindert er eben genau das. Fand ich damals schon eine sehr krasse Herangehensweise. Und ich habe auch nie verstanden, ob das wirklich nötig gewesen wäre. Denn er hat das Tor ja geschlossen. Er hat den Spiegel geschlossen. Tja. Naja, gut, aber der Fluch hätte vielleicht dafür gesorgt, dass er ihn wieder geöffnet hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war Samuels Entscheidung. Und so ist es nun. Gut, damit ist, wie gesagt, Black Mirror zu Ende. Ich hatte eben schon gesagt, eine bestimmte Sache verstehe ich nicht. Wir hatten jetzt hier einige Todesfälle und offensichtlich war Samuel immer daran beteiligt. Der erste Todesfall jedoch von William, der hat ja eigentlich erst dafür gesorgt, dass Samuel zurückkehrt, wegen der Beerdigung. War er das auch? Oder war das ein Selbstmord aus den gleichen Gründen, wie Samuel es jetzt gemacht hat? Und wenn es ein Selbstmord war, warum war dann an dem Turm wiederum das Symbol, was sonst überall nur bei den Morden zu sehen war? Das sind die Fragen, die vermutlich keiner erklären kann. Aber wir können ja diskutieren. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Comments schreiben. Wie seht ihr das? Wie versteht ihr die Story an dieser Stelle? Wie versteht ihr das Ende? Es lässt ja durchaus Interpretierungsspielraum, was ich eigentlich ganz gerne habe. Man muss ja nicht alles zu Tode kauen und erklären. Hier bleibt sehr viel offen. Es gibt natürlich noch zwei Nachfolgespiele, Black Mirror 2 und 3. Über das Remake verliere ich mal kein Wort, weil das ist wirklich nicht so gut. Teil 2 und 3 könnten wir hier vielleicht noch spielen, wenn ihr das wollt. Die sind dem Vernehmen nach, ich kenne sie leider nicht, sie sind dem Vernehmen nach nicht ganz so gut wie der erste Teil. Aber passen vielleicht dazu, dass wir ja das Spiel halt zu Ende bringen, die Story zu Ende bringen, die Story weiterführen. Könnt ihr gerne auch in die Comments schreiben. Vielleicht kommen wir dann mit Black Mirror 2 zurück auf das Landgut und erfahren ein bisschen mehr zur Story. Wie gesagt, ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, ob das mehr Erklärung bietet. Könnte sein. Würde ich jetzt vermuten, aber ich weiß es nicht. Ja, dann vielleicht noch meine rückblickende Meinung zum Spiel. Das machen wir ja auch immer, wenn wir fertig sind. Mir hat es nochmal sehr viel Spaß gemacht. Es ist aber in die Jahre gekommen, dieses Spiel. Das merkt man auch. Gut, das ist ein Indiana Jones and the Fate of Atlantis auch. Aber das ist irgendwie etwas zeitloser als dieses Black Mirror. Die Animationen sind manchmal sehr langsam.
Und einige Male fand ich das Rätseldesign etwas schwierig. Was mir beispielsweise überhaupt nicht gefallen hat, waren diese Situationen, wo du dann einfach auf was warten musst. Es ist zwar realistisch, dass das dann was dauert, aber das brauche ich nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass man das sogar entschärft hat. Ich habe damals, das hier ist die Special Edition, hier links oben sieht man das. Ich habe damals nicht die Special Edition gespielt. Ich hatte die erste Verkaufsversion und ich glaube, also wenn ich mich recht entsinne, da war man noch nicht so firm darin, die ganze Zeit Updates aus dem Internet zu laden. Ich habe dann einfach die Version zu Ende gespielt und ich glaube tatsächlich, in der Ursprungsversion war das noch schlimmer mit dem Warten. Also da musste man wirklich, ich erinnere mich, ich habe an einer Stelle, ich habe eine Stunde, bin ich rumgelaufen und habe gewartet. Ich glaube, das war die Stelle mit den Fotos. Es ist nichts passiert und irgendwann ging es plötzlich weiter. Und das ist natürlich nicht gut vom Design. Das war jetzt hier nicht ganz so schlimm. Ein bisschen warten mussten wir aber auch. Dann haben wir zwei vermaledeite Schieberätsel. Zwei ganz eklige. Das eine war das in der Kirche, das andere war das Tierkreiszeichen-Schieberätsel. Ich finde solche Schieberätsel immer recht problematisch und verstehe auch nicht ganz, warum man in ein Adventure, was den Fokus darauf hat, Inventar- und Dialogrätsel zu bieten, warum man da so Schieberätsel noch reinpacken muss. Das ist für mich meistens Spielzeitstreckung und muss nicht sein. Hier sind sie natürlich vom Design her recht gut reingebracht, weil sie ja auch teilweise im Tagebuch drinstehen. Also designmäßig finde ich sie ganz gut integriert, sie waren nur sehr anspruchsvoll. Also wenn man so das ganze Spiel betrachtet, würde ich sagen, die zwei schwersten Rätsel waren genau das, diese zwei Schieberätsel. Der Rest war gute Hausmannskost im Adventure-Spiel. Man kommt schon mal nicht weiter, weil man einen Hotspot übersehen hat, geschenkt. Ansonsten kam man eigentlich ganz gut durch. Außer halt bei diesen Logikrätseln, wo ich persönlich nicht der Freund von bin. Beim Tierkreiszeichen-Rätsel, da hatte ich den größten Horror vor. Das war ein Grund, warum ich seit Jahren dieses Projekt nicht angefangen habe. Obwohl das potenziell ja wunderbar auf diesen Kanal passt, Black Mirror. Ja, und jetzt im Endeffekt habe ich es doch in 10 Minuten geschafft. Es ist jetzt in Zeitraffer im Let's Play geblieben. Ich war selbst überrascht, dass es dann so schnell ging. Manchmal funktioniert es dann einfach und manchmal eben nicht. Tja, was mir sehr gefallen hat, ist die ganze Atmosphäre. Das ist eine der größten Stärken des Spiels. Und tatsächlich auch die Story. Eben weil nicht alles zu Tode gekaut wird, weil wir interessante Charaktere haben, die auch noch gut vertont sind, die gut geschrieben sind. Das alles finde ich toll. Ja, und deswegen hatte ich großen Spaß, Black Mirror nochmal zu spielen. Und damit endet dieses Projekt. Wenn ihr bis hier durchgeschaut habt, dann bedanke ich mich ganz explizit, dass ihr auch noch meinem Resümee lauscht. Ich würde mich über ein Abo freuen. Abos helfen mir sehr. Daumen hoch natürlich auch und gerne könnt ihr in den Comments diskutieren, schreiben, interessante Infos liefern, wenn ihr sie habt, Feedback geben. Ja, schreibt einfach, was ihr wollt. Solange ihr nett bleibt und niemanden beleidigt, ist jeder Kommentar willkommen. Ja, gut, dann ist jetzt an der Zeit, sich von Black Mirror zu trennen. Fürs Erste. Vielleicht, wie gesagt, spielen wir noch den zweiten Teil. Mal schauen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei seid und dabei gewesen seid. So rum. Und ja, ich werde mich auch dafür bedanken, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder dabei seid. Mal schauen, was es wird. Ich habe da so zwei, drei im Blick. Vielleicht mache ich auch wieder eine Abstimmung. Wir schauen mal. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.